So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Total War Warhammer 3 mit den Hochelfen, mit Ivresse, um genau zu sein. Immer noch live Let's Play auf Twitch gestreamt und auf YouTube nachträglich hochgeladen. Wenn ihr es als Let's Play guckt, lasst ein Like da, dann habt ihr es sicher nicht vergessen. Und wir mussten uns in der letzten Folge noch am Ende entscheiden, ob wir das kämpfen wollen oder nicht. Und ehrlich gesagt, ich will es kämpfen. Es ist machbar. Es sind viele dabei, die nicht so gute Schilde haben, beziehungsweise gar keine. Die hier. Okay, das ist ein bisschen unglücklich. Es ist ein bisschen viel Wald, ein bisschen wenig offenes Gebiet. Ich halte es aber für machbar. Wir kämpfen das, wir kämpfen das. Die Zweihand-Axtbarbaren haben das Problem, dass sie sehr einfach von Distanzkämpfern aus dem Leben geschossen werden können. Und die mit dem Schild sind nicht so wahnsinnig stark. Gut. Die Speerkämpfer sind auch nicht so wahnsinnig stark. Das sind die einzigen, die stark sind. Und sie haben halt relativ viele Units. Ah, aber warte mal, das ist ja eine hügelige Geschichte hier. Das ist gar nicht mal so schlecht. Okay, ich stelle mich mal hier auf. Understood. Acknowledged. Ich versuche mich hier irgendwie ein bisschen aufzustellen, dass wenn die hier aus dem Wald kommen, dass wir auf die volle Kanne drauf schießen können. Assyrian guide us. Absolutely. Move. Azor, advance. True magic is mine. Also er greift ja eigentlich uns an. Aber weil er wahrscheinlich auf die Verstärkung wartet, kommt er jetzt nicht. Das heißt, wir rennen schon mal nach vorne. Shall be done. Loyal. We advance. March. Und ich werde das Ganze hier ein bisschen aufsplitten. We advance. As you say. Assyrians fire. Archmage repositioning. Where I predicted. Assur Archmage. It is my goal. Wir haben hier auch nicht wahnsinnig viele Schilde. Wir können eigentlich hier auch diese Zauber durchjagen. Theoretisch können wir sogar warten und dann ganzen Kometen draufballern. Loyal! Asa, move! Asa, ja, solange du hier Kavallerie hast, locken wir die einfach. Wer doof genug ist, hier reinzurennen. So, wir setzen mal schnell auf Stopp, weil ich nicht weiß, ob wir genug Pfeile haben für beides. Ja, für beides. Ja, für beide Armeen, die kommen. Renn schnell! Schnell, Roy! Flieh! Oh, shit! Aber das ist ein Fehler von ihm. Das ist ein Fehler von ihm. Damit ist der Barbarenkönig tot. Und bei mir im Knast. Wo kommt denn der Rest? Wahrscheinlich von hier, ne? Okay. Ich werde mal ganz schnell die Truppen umstellen. Wir gehen hier. Also ich mache sie schnell auf. Einmal so abspeichern. Damit wir die richtig schieben können.
Weil ich ein bisschen irritiert bin gerade, wo der denn jetzt sein soll. Oder formiert er sich hier hinten noch irgendwie ganz komisch neu? Ich gehe mal schnell gucken mit Roy. Roy, mach dich mal schnell unsichtbar. So, jetzt werden alle auf dem ganzen Feld geschwächt. Feuerschwächung und die machen jetzt Feuerschaden. So ist die 200 töten, wenn es geht. Also hier hauen den Komet rein. Hätten ein bisschen warten sollen, bis die Chaoskrieger näher sind. Komet! Nice. Okay, das ist nicht so nice, dass der hier durchrennt. Without fail. Orders received. Make the Oath One proud. Kill them. Okay, wir hauen hier einen Blitz durch. Wielder of the Winds. Der ist meines Erachtens nach notwendig hier an der Stelle. Geh bitte in die richtige Richtung, Mann. Okay, das sind die anderen Dudes. Wir suchen schnell mit den Magiern noch auf den Häuptling los, damit er Schiss kriegt. Könnte reichen nämlich. Ja, der kickt ihn. Wir ballern gerade unsere eigenen Dead hier. Wir warten immer wieder auf den Kometen und den Kettenblitz. Ich glaube, das ist das Beste, was sie machen können. Hier kommt ein Kettenblitz rein. Hier kommt gleich ein Komet rein, wenn die lange genug durchhalten. Ja, oh, der wird wehtun. Das könnte die Wende sein. Okay. Nicht ganz. Aber es reicht, um sie aufzuschrecken. Okay. Die einen sind weg. Die haben das nicht gepackt. Wir versuchen den auch überleben zu lassen, weil sie haben nicht schlecht XP. Okay, wir haben sie. Understood. The most potent spells. A prudent position. Da schön noch ein bisschen draufzimmern hier. Magie kriegen wir, glaube ich, nicht mehr viel. Nee, gar nicht mehr. Okay, dann müssen wir jetzt nicht mehr groß noch was verfolgen. Also die Löwen sind gestorben, die Glaubensträger von Atel Tamara auch. Ich weiß schon, warum ich solche Sammeln mit zufälliger Bewegung nie nutze. Die fliegen gefühlt immer, einfach immer die eigenen Leute. Ja, sehr häufig, sehr, sehr häufig fliegen sie in die eigenen Leute. Ich glaube aber trotzdem, dass die Wirkung größtenteils effektiver ist, weil du kannst sie halt gezielt auf den Feind werfen
Und dann gehen sie vielleicht in dich hinein oder vielleicht nicht. Aber du machst sicher viel Schaden beim Feind. Und wenn gerade eine Truppe droht wegzubrechen und du eh weißt, dass die draufgehen, den Bewegungszauber dann da reinzuschmeißen, ist keine allzu schlimme Sache. So, die sind beide weg jetzt. Zwangsarbeiter, damit wir ein paar Leute haben, weil wir müssen gleich weiter. Der Gefangene festgesetzt, sehr schön. Du hast jetzt einen Streitwagen gekriegt. Ja, Roy, den Streitwagen, den nehmen wir dir gleich wieder weg. Ich bin kein Fan von den Streitwagen bei Helden. Das Ross ist top, aber Streitwagen eher nicht. So, Riddick, du kriegst noch Rüstung. Du auch nicht, Roy. Ja, dann passt das. Pferd ist besser. Und später kriegst du einen Riesenadler und irgendwann einen Monddrache. Ich würde meinen, das ist das Ziel, dahin zu kommen, ne? Wisst ihr, was ich mich frage? Wo war das denn? Hier. Einkommen aus Beute nach der Schlacht. Unterhalt minus 5% für Weiße Löwen und Attribut Vorhutaufstellung. Ist, glaube ich, nur für sie dann, ne? Ja, es kriegt nur sie. Oder halt in dem Fall nur die und du, Roy. Jetzt schade, dass unsere Hybridbogenschützen hier nicht dabei sind. Kosten der Winde, der Magie minus 10 für alle Zauber. Absolute Kontrolle, das machen wir. Das machen wir. Also dann auskundschaften, damit wir noch mehr magische Gegenstände rankommen. Immer nach der Schlacht haben wir da eine Chance. Die haben sich jetzt alle hier reingesetzt, das ist schlecht für uns. Vor allem hat er da recht hoch gepanzerte dabei. Archmage. Rest, weary feet. Okay. Das hier packen wir nicht. Deswegen rekrutieren wir zweimal die hier. Und warten, bis er uns angreift. Das wird er irgendwann nämlich tun. So, wen haben wir hier? Verhör der Nordska. Passive Fähigkeit, verstehen. Oh, warte, ich hätte in der Schlacht die ganze Zeit ja noch die Fähigkeiten aktivieren können, ich Vogel. Dafür habe ich den doch extra aufgespart. Ja, den richten wir hin. Ich hatte den extra aufgespart hier, dass ich denen, den Ganzen hier die Boni geben kann. Manchmal, ne? So, die kommen in 9 Runden wieder, das ist okay. No trophies today. Master of high magic, Ulthuan's Archmage. Ja, hallo Queek. Hast du meinen Hinterhalt nicht gesehen? Das ist aber ärgerlich für dich. Nicht für mich. Nicht für mich. So, wo wollte ich denn noch hin? Ah ja, ich wollte die Hand des Ruhms noch kostengünstiger machen. Dann kostet der Zauber nur noch 1. Ja, das wird jetzt ein bisschen... Jetzt müssen wir halt warten, bis wir Eckrund holen können. Okay, der ist auch im Krieg mit denen, ne? Oh, guck an, wer hier... Ja, der ist auch mit den Dings im Krieg. It shall be a wise move. Ja. By the comet. Reikland. The Celestial College. Right. King in the woods. Und? Ja, das ist sehr gut. Okay. You have been granted to wir rutschen gerade. Das ist sehr gut. Wir rutschen gerade in eine sehr, sehr gute Situation so. Sit ready. Also ihn haben wir hier oben.
alles nicht so brauchbares Gebiet für uns. Ja, dann würde ich sagen, dann quicken wir den mal weg. Prinz Eltharion. Quicken wir den hier mal weg. Assume standard formation. We assume a standard formation. Mir fällt gerade was ein. Wenn er die hier rekrutiert, Nahkampfangriff, Nahkampfabwehr 39, zählen die auch? Die zählen auch als Speerinfanterie, das heißt, die profitieren auch von seinem Bonus. Sein Bonus hier unten. Könnt ihr es so lesen, ja. Nahkampfabwehr für Speerinfanterie und Grenzläufer. Und Führerschaft. Ja, guck, die sind auch aufgelistet hier. Die Seegarde. Das heißt, die Seegarde wäre im Allgemeinen ganz gut hier drin, ne? Wäre bei ihm nicht schlecht aufgehoben. Na gut, holen wir uns den Quickigen. Ich glaube sogar, dass es ganz gut wäre, wenn wir ihn gefangen nehmen würden. Und gefangen lassen. Weil die Armee ist irgendwo noch nirgendwo, ne? Nirgendwo. Aber er hat einen Katapult. Er hat einen Katapult. Okay, wir nutzen die Weiten des Ödlands. Ich stelle den mal schnell hier hin, weil es kann sein, dass er Skaven nach dem Boden holt. Das wäre natürlich kontraproduktiv für mich. Defending order. Loyal. Swiftly! March! Move! We advance! Assume ich stell dich mal schnell um. Science and math lab! Advance! Asa, move! In Moranian's name, I follow my vow! Ich bin ziemlich sicher, dass ich woanders hingezählt habe. Na hier, da sind sie. Onward! Ich will dieses Katapult halt weg haben. Das ist das Einzige, was wirklich bedroht. Verarschst du mich? Du kannst. Was will er denn? Ich werde nicht landen. Okay, wir haben fast keine Energiereserven mehr. Okay, sie kommen.
Und solange der da die ganze Zeit auf mich schießt, ist okay, wenn er das Katapult nicht mitnimmt. Dann gehen wir drauf. Wir hatten uns wieder Skelten angegriffen. Wir machen doch mal den Mehrfachschuss rein. Er backt einfach fest. Na, geht doch. So, wir fliegen mal schnell zurück. Wir haben sich wieder dran. Sind wieder dran, ne? Eldarion serves! So, wir fliegen jetzt zurück. Dieser Zauber kostet nur eine einzige Magie. Aber jedes Mal, wenn ich ihn wirke, dann kriegen alle meine Leute 10% Schutz für alles. Versuch auf den Großen hier zu schießen. Uff, das ist gut. Das ist sehr gut. Gucken. Die haben jetzt für 7 Sekunden, die haben für 7 Sekunden, also einfach alle meine Einheiten auf dem ganzen Feld, haben für 7 Sekunden den hier drauf. Das seht ihr jetzt nicht. Aber meine Cam davor ist mal wieder. Aber das ist das, was drauf ist. Jedes Mal, wenn ich zaubere. I am called upon. Eldarion moving. Without hesitation. Death to the enemies of Eldar! Empowered by vengeance. To the fray. For the king. Hoeth. Uh-oh. Athor-Thanath. For the king. No. He will obey. For duty. Archers. We advance. Wir fahren hier ein bisschen zurück. Dann gibt es hier nochmal einen Zauber drauf. Lawmaster! Forward! For duty! Orders received! Loyal! Acknowledged! We will obey! Lawmaster of Poet! Wir heilen hier alle durch. Toward penance. Acknowledged for the king, as you say. Orifair. Yes. Archers. Bleak, but unyielding. Without fail. Hell, nochmal durch. Macht jetzt nämlich mehr Sinn. To the tower. Es kann sein, dass keinen Schiss kriegt. It shall be done. Without, it shall be done. Moving, as you say. Assur, advance. We will obey. We away. Understood.
gehen wir mal doch weg hier. It shall be done. For order. Understood. We will obey. I fight for Ibrahim. Ja, jetzt geht er auch. Aber Alter, der rennt rein und der killt fast alle. Holy moly. The might of Ivress. Orders received. Penance. So, ist unter unter 300 HP. Das heißt, er dürfte gleich gehen. Nice. Puh. Er ist saustark, ne? Er ist halt saustark. Er rennt rein. Die Hälfte der Bogenschützen tot. Ich meine, Alter. Alter. Der Quick-Kopfjäger, ja. Er war ja in einem Gewaltmarsch. War saustark, jetzt ist er gefangen bis Kriegsende. Ja, stimmt. Wir machen mal Versorgung wiederherstellen. Wir machen mal den Segen rein. Bewegen uns hier hin. So, also mein Gefängnis ist voll. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das mache. Also wir verhören ihn mal safe. Wir könnten ihn indoktrinieren, das würde auch gehen. Er würde uns 3 Nachschub geben, er würde uns 4 Einfluss geben. Auf der anderen Seite, ihn einfach bei uns im Knast zu lassen, ist halt hilfreich, weil, naja, da passiert da nicht viel. Master of High Magic. Against Council Orders. Wir könnten den anderen auch einfach hinrichten, ne? Die Boni sind halt sehr verlockend. Also wir richten ihn hin. Das hat uns wieder ein bisschen Einfluss gegeben hier. Was wollen wir verbessern? Auf der Seite sind die fast ganz durch. Das war hier noch. Den haben wir. Hier könnten wir noch. Rang bei der Rekrutierung plus 3 für alle Nebelwandler. Ja, das machen wir. Muss ich die aber nochmal abbrechen. Weil das akzeptiert er nur, wenn ich es jetzt noch drauf mache. Was ich bei den Skaven für einen Folterbonus kriege, dass sie alle schneller unterwegs sind. Hier, passiv, schneller, Macht durch Masse, ist nicht wirklich der Hit. Folterbonus, ja, ein Verhörbonus meinst du, ja, richtig. Frage ist, brauche ich die überhaupt? No! Nicht? Er sagt nein. I reject your petty desires. Wir nehmen sie mal mit, wir machen mal eine größere Truppe draus hier. Das bauen wir aus. Rein sicherheitstechnisch. Hoeth sees all. Quick, quick, quick. Ready. Er ist auch gegen die alle im Krieg. Ja, Quick hat einen Fehler gemacht. Dadurch, dass er jetzt alles in meine Richtung schiebt,
kriegt er hier halt das Maul, ne? Protector of the realm. Valiant Lord. Approach us, friend, and make your offer. Ich überlege immer noch, ob ich ihn vielleicht doch noch. Soldat. Ach komm, weiter geht's. Ja, die KI ist natürlich wieder sehr spielerfokussiert. Das heißt, Quick schickt wahrscheinlich seine Armeen hier nach Galbaras und so. Und der Bretone kann unten die von ihm frisch eroberten Gebiete wahrscheinlich einfach einnehmen. Greifen mich die Barbaren eigentlich noch an? Ja, damit hat sich die Frage geklärt, ja? Wir könnten einen Dunkelelfen gefangen nehmen. Entschuldigung. Wäre mal interessant, was der Bonus von den Dunkelelfen ist. Die kämpfen das selbstverständlich. Ich habe nicht böse gelacht. Nein, nein, ich habe nicht böse gelacht. Wäre mir nicht in den Sinn, böse zu lachen hier. Mm-mm. Den Meistermörder-Buff. Der so der Hit ist. Das war normales Lachen. Völlig normales Lachen. Absolut normales Lachen. Unlimited power. Nur unlimited power. Das war so klar. Okay, dann machen wir Folgendes. Dann stellen wir uns tatsächlich hier so hin. Weil rechtzeitig komme ich da nicht mehr hoch. I will go. For the white tower. Seek his fate. Following my destiny. Led by Hoath. Moving. Net. Und die haben hier aber auch nicht unbedingt die beste Position zum Rausrennen, ne? It is my destination. Okay. Da wurden ein paar weggeblitzt vom Kettenblitz. Würde ich mal behaupten. So, wie viel Magie haben wir noch auf Reserve? 73. Gut. Archers! Sinner! Without fail! I see my path! Asurion sends me! As you say, it will be done! Defend in order! Asa, move! The winds flow through me! Forward! I sally forth. Also sie greifen nicht zusammen an, was natürlich ein Riesenfehler ist. Yes. So.
Dann verstärken wir die hier mal. Kriegen jetzt alle Feuer. Hier blitzen wir gleich weg, nicht mit dem Komet, sondern mit dem, der macht auch 100%. Obwohl auf der anderen Seite, der Komet dürfte die gleich so, also komplett killen. Die Dunkelelfen kommen zu spät zur Party. Ja, da habe ich meinen eigenen auch noch mit erwischt. As you say, loyal. Loyal. It will be done for duty. Assor Archmage. Our magic is strong. Attack. It shall be done. Attack. Ich hab denen nicht gesagt, dass sie nicht nachrennen sollen. Das ist nicht so klug gewesen von mir. So, die hier müssten noch Armbrustschützen haben, beziehungsweise Meisterassassinen, die eigentlich irgendwo versteckt sein sollten. Dementsprechend stellen wir uns gleich nochmal schnell auf. The most potent spells. So. Ja, da ist ihr Anführer gerade gestorben. Also wir haben sie unsichtbar gemacht, Roy. Du bist eigentlich hier schön am Schleichen. Ja, da sind sie. Die habe ich gesucht. Und sind nicht gerade wenige. Ich habe hier noch ein paar Treffen. Ich glaube schon. Wir haben hier gleich. Ja, deine bewahren Freunde sind tot. Was tust du jetzt? Wir sind super anfällig gegen Distanz. For Asurion, we go. Ancestors, understood. We advance. Shit. It will be done. Loyal. Weaver of the winds. Archers. It will be done without fail.
your Archmage. Defend, Old One. For the Ever Queen. Going. Das Problem ist, dass mir die Munition gerade ausgeht. For the King. For Lothar. Without fail. Okay, das ist gar nicht gut. Master of Sorcery. Spellcaster Supreme. Seeking Fate. Moving. Moving out. We will obey. Triumph is assured. Following my destiny. Shit. To the fray. Setting forth. To battle! Assyrian willing! Alt One forever! Acknowledged! Orders received! Disciple of Poet! It shall be done! To the fray! Uh-oh, da gehen wir ein paar, drauf. Das dreht sich gerade in die falsche Richtung. High Mage. Alt One Mage. Setting forth. The Vortex commands. Bring death. Asa Mage. Lathane. Steel. Ja, es wird eine sehr knappe Sache. Einzelne kämpfen noch, aber die werden halt nie fliehen. Oh Gott. Ist der Knast nicht voll? Nein, nein, ich habe den, den Dings habe ich geopfert. Den Bösen von den... Loyal, as you say. Von der Schattenlegion. Going abroad. Archers. Disciple of Poet. Master of Sorcery. Acknowledged. For Old One. Awaiting orders. Assyrian. Making my way. Spellcaster Supreme. Shit. It will be done. The most potent spells. Spearmen. Orders received. Assyrian. For duty. Assur Archmage. Ready. Seeking the foe. Archers. For order. Okay, der muss jetzt raus, weil wenn die jetzt zusammenschließen, wird es knackig. Moving! Assur Fury! Weapons ready! I sally forth! Old One! It is done! Assur Archmage! For duty! Diese verdammt Bidhand, diese Bidhand-Kämpfer, ne? Die drücken halt so insane viel Schaden. Die haben sich, glaube ich, wieder gesammelt. Oder? Nein, die haben ja ausgelöscht. Assur Archmage! Eradicate them! Total elimination! Wielder of the winds! We away! Kill them! Unlimited power! Okay, das war close, Roy. Das war close. Okay, der General an sich ist nicht so das Problem. Aber die kleinen Tröten, die müssen halt weg. Alter Schwede.
Okay, es sind ein paar Helmwachen abgekratzt. Der große Vorteil ist halt einfach, die sind unerschütterlich. Die fliehen niemals. Never. Okay. Dann machen wir wirklich alle weg. Ich will auch nur mal sicher gehen. Eigentlich dürfte er nichts mehr besitzen. Also, zwei Speerwachen sind ziemlich sicher weg. Eine Helmwache, zwei Helmwachen sind safe weg. Die dritte vielleicht. Der Rest hat überlebt. Ich befürchte aber, es sind drei, die weg sind. Ist nicht alles außer Zwerge und Rauskrieger anfällig gegen Fernkampf? Nee, wenn sie ein Schild haben, in der Regel nicht mehr. Wenn sie keinen Schild haben, schon. Also, es kommt ein bisschen auf den Fernkämpfer an. Aber Schilder machen für die Distanzkämpfer einen massiven Unterschied. Dead, ja, habe ich erwartet. Oh, ich kann da sogar draufklicken. Ja. Oh. Er greift nicht mich an. Er hat nicht mich angegriffen. Er hat meine Verbündeten angegriffen. Und das, was ich mich aber gerade frage, wie schafft er es denn, dass seine Verbündeten hier hinkommen? Also die sind doch hier hinten. Wie kann denn die Verstärkung hier aufkreuzen? Wir können probieren, den Kommandanten so schnell es geht zu töten. Breakerstyle, Dankeschön für 89 Monate, Mann. Danke für den Stufe 1 ab. Vielen Dank. Dankeschön. Wenn wir den Kommandanten möglichst schnell töten, dann kommt er nicht mit. Ich weiß nicht, warum die Unterstützungsarmee hier aufkreuzt. Irgendwas ist buggy da. Das ist ganz weird. Irgendwas ist buggy. Buggy. Ja, wir können keinen gefangen nehmen. Ach so, weil wir schon gemaxt sind. Dabei bräuchte ich das, um ihn zu binden und zu schwächen. Wenigstens haben wir den einen tot. Aber das heißt, wir müssen mit Roy umdrehen. Scheiße. Der war zur Verstärkung nicht mal ansatzweise in der Nähe.
Haben die noch eine dritte Armee? Ich hätte das Bündnis auch auflösen können. Aber das hätte mich nicht vertrauenswürdig gemacht, ne? Abtrünniger Hochelfen, wie ich sie nicht leiden kann. Ich hatte gehofft, sie ziehen weiter. Oder irgendwo anders hin. Ich hoffe, das eine oder andere zerschießen zu können. Deswegen kämpfe ich jetzt schnell selber. Gar nichts können wir zerschießen. Komplett zerschossen werden wir. Verlust, Verluste, das hätte ich auch sein lassen können. Oh Gott. Also, ich muss umdrehen. Ryan und Rick müssen hier runter. Die plündern vor allem. Waage ist gescheitert, Gefangene festgesetzt. Was gibt er mir eigentlich? Erhöher Dunkelelfen. Meistermörder. Okay. I will richten hin. Whatever. High Elven Archmage. Schlacht. Gib bald einen Riesenadler für dich. Hier will ich noch hin. Okay, mehr Feuer. Noch mehr Feuer. Weiß, dass die Sachen ausgeraubt wurden. The most gifted. Unwise. Futile. Ja, es sind drei Armeen. Er stand hier, hatte hier Unterstützung und ist dann so runter. Deswegen hat es geklappt. Es hat nicht gebuggt. Es ist nicht buggy. Assume standard formation. Failure is unthinkable. Mook says no. Mook says no. Yes. No. So, Wirbelsturm auf fliegende Einheiten. Oder den Seelentilger. Ne, wir machen das, weil später werden wir eh Magie, bessere Magie kriegen, dann müssen wir nicht mehr einzeln schießen. So, da gehen wir da auch noch rein, alter Schwede. Ich will dich mal gefangen nehmen. Und dann will ich die Siedlung ausrauben und dann will ich wieder hinrennen und sie einnehmen, damit wir ihn vorher noch schnell hinrichten können.
Ja, es ist eine sehr schlachtreiche Folge. Ein Gefühl, gar keine Runden gespielt, sondern ein Schlacht. Oh, das ist wieder so eine. Sondern nur Schlachten gekämpft. Without hesitation. As you say. The fangs are hunters. Oh, natürlich, wir haben das geskillt. Oh ja, wo machen wir es? Hier. Hammert rein, wir haben den. Das Ritual ist noch aktiv. Boom. Offen ist das Tor. Was zaubert er hier? Moment. Heil ihn mal. Haben wir das Wall, das ist sehr gut, dass der noch da ist. By my father's blade. Das war sein Zauber, den er da gewirkt hat. Spearman! Can I be praised? Scions of Mathland! It will be done! March! Penance! As you say! Moving on! Eldarion moving! Whatever I am needed! Ja, hallo, ihr müsst schon schießen. Warum schießt ihr nicht? Seid ihr deppert? It will be done! Man einfach nix. Claim vengeance! Das ist auch ein Magier. Töte den. Da regnet es ordentlich rein. Eigener. Eldarion! Obliterate them! Assur Lawmaster! The Warden marches! Eldarion! Gib ihm einen Nahkampfabwehr und vielen Schatten. Gehen wir schnell durchheilen. Wir treffen safe die eigenen noch. Wo ist eigentlich hier? Da ist er. Ich überlege mir gerade, ihn direkt anzugreifen. Aber die Wildorks, die in der Nähe sind, beunruhigen mich etwas. Blood and vengeance! Forward! Zanan! For Assyria! Archers! Always ready! Servant of the Tower! Eldarion! I am called upon! For the gods! Rüstung, Geschosserwehr, rein da. Understood, as you say. Moving out without fail. By Alariel. Dann gehen wir noch den Turm los. Eldarion! Warden repositioning! Ja, er ist alleine. Hoch jetzt. Versucht die noch zu erwischen.
Und ihr versucht. Das kann ich nach vorne. March toward penance! For the tower! Bleak, but unyielding! Eltharion! Irgendetwas hat ihn in der Luft festgehalten. Das Götzenbildnis. I fight for Ivress! Execute them! It shall be done! In Moranians name. Unerschütterlich, aber Guided mal weniger gibt die Möglichkeit noch irgendwie zu zaubern und dadurch mal selber schnell hier. Sturmschwinge? Ist ja richtig stark. Komm, einer noch. Fang Sword strikes! No surrender! We will obey! Always ready! For Tor Ivress! Nein, du musst ihn angreifen! Verarschst du mich jetzt? Boah, Gott sei Dank hat die Magie ihn selber getötet. Er steht still, flieg in die Luft! What the fuck? Alter! Das nächste Mal schicke ich ihn auf den Boden, dass er auf dem Boden bleibt. Als Befehl, bleib auf dem Boden. So. Jetzt haben die Grünhäuter ein Problem, das ist ihre letzte Siedlung. Deswegen werden wir sie ausrauben, bevor wir sie einnehmen. Dann behält er sie nämlich noch. Und ich kann den Kommandanten noch schnell opfern. Und ich dürfte genug Bewegungsreichweite haben, um es nachher nochmal einzunehmen. Also, wir rauben es aus. Ja. So. Jetzt ist er hier Gefangener. Wir verhören ihn. Dann richten wir ihn hin. Dann nehmen wir es jetzt an. Und dann ist die Fraktion cool. Gefangen hingerichtet. Und jetzt dürfte er. Jetzt ist sie vernichtet worden. Hätten wir es sofort eingenommen, hätte ich ihn zwar gefangen genommen, die Fraktion ausgelöscht. Und wenn die Fraktion ausgelöscht wird, dann ist der Gefangene weg. Deswegen machen wir es so. No glory, only service. Vielleicht wollte der Greif niemanden angreifen, der auf dem Boden liegt. Ach so, Sturmschwinge. Sturmschwinge hat Ehre. Ich verstehe. Ja, da kann man natürlich nicht gegen argumentieren. Diese Argumentationskette ist absolut schlüssig. So muss es sein. Danke für die Info. So. Damit sind die jetzt dead. Jetzt können wir langsam nach unten uns bewegen. Daran habe ich keine Freude. Ich sag's, wie es ist. Master of High Magic. Ja, hier machen wir Marschierer rein, Artus. Hier machen wir Marschierer rein, okay. Assur Sorcerer! So, etwas, was mich noch Wunder nimmt, wo ich gespannt bin, ob das wirklich der Fall ist. Wir bauen das hier eigentlich auf, oder? Wird das fertig, wenn wir hier alles fertig haben? Das fände ich mega cool. Ja, Glaubensträger würden wir hier kriegen. Noch mehr Glaubensträger würden wir hier kriegen. Also wir machen mal Bogenschießanlage 2. Dann können wir nämlich noch mehr Bogenschützen mitnehmen.
Dann sicherheitshalber aktivieren wir noch den Nebel, Stufe 2. Nebel von Ivresse, 3 verbündete Armeen erhalten im Nebel von Ivresse ebenso eine verringerte Rekrutierungsdauer und erhöhte Energiereserven der Winde. Der Magier verringerte Rekrutierung, hätte ich das vorher mal gesehen. Okay. In remembrance of Greet Marine. Greet. High Elven Archmage. Ich glaube nicht, dass wir hier noch rechtzeitig fertig werden. Den Rest lassen wir mal kaputt, weil ich das Gefühl habe, die gehen das abreißen. Mein Problem ist, dass ich die Armee nicht sehe, ne? Wenn wir ihn freilassen würden. Ich will ihn aber eigentlich nicht freilassen. Lord of Bretonia. The vortex calls. Wir geben dir mal 4 von denen, weil wir jetzt ein bisschen mehr Platz haben. Nehmen wir noch 2 Speerkämpfer mit. Nein, erst später dann. So, das sind alles die beschädigten Gebäude, da will ich jetzt ehrlich gesagt nicht viel machen. In 2 Runden können wir das eh ausbauen. Salz nehmen wir aber noch mit, natürlich. Über die Diplomatie, bevor wir in die nächste Runde gehen. Okay, die würden mit mir einen Nicht-Angriffspakt wollen. Da sehe ich uns. Is it time? It is. I have time. Yeah. But I for the lady. Never yield. Wir machen mit ihm mal. Wir gehen mal nicht auf ein Schutzbündnis da. Ich weiß nicht, was im Süden unten noch passiert alles. Nicht Angriffspakt und so, da bin ich voll dabei, aber der Rest weiß ich noch nicht. Honor to your ancestors. Das will er nicht abgeben, hä? Gut, auf in die nächste Runde. Echt jetzt? Echt jetzt? Er schickt seine Skaven los, um meine Sachen einzunehmen, statt die Sachen, die er von mir weggenommen hat, zu verteidigen vor den Bretonen. Die Armee hier war ursprünglich unten, jetzt stehen die Bretonen da. Er nimmt mir Sachen weg, um dann wegzurennen, dass die Bretonen das dann einnehmen und blockiert mich so, weil ich den Nicht-Angriffspakt mit den Bretonen habe. Das ist richtig mies. Richtig, richtig mies. Loyal! It will be done! For duty! Hussar forward! Spearmen! Setting forth! Hussar, advance! Hussar, advance! Nein, nicht so zusammen. Uhuhu.
Und die noch. Wir blockieren den mal schnell. Sind noch 10 übrig, die werden wahrscheinlich überleben. Aber die Flammenwerfer kriegen wir noch raus. Ja, die dürfen das mit 2 nicht mehr packen. Smart am Ufer der KI. Ich weiß nicht, ob die KI das beabsichtigt mit, sie nimmt mir die Sachen und gibt sie dann den Bretonen. Ich glaube nicht, dass die KI tatsächlich denkt, ja, lass mal zwischen den Hochelfen und den Bretonen Krieg ausbrechen, weil die Bretonen Sachen wegnehmen, die ursprünglich dem Hochelfen gehört haben. Aber es wäre mega perfide. Also wenn die KI wirklich so überlegt, das wäre ultra perfide. Okay. Wer weiß, ich bezweifle es. Okay, die haben 100 gekillt, ne? In der kurzen Zeit haben die 100 gekillt. Diese verdammten Seuchenkatapulte. Unglaublich stark. Schade. Da waren, hatten noch 10 gelebt, aber die hatten alle super wenig Lebenspunkte, haben aber da deswegen überlebt. Die Flammenwerfer sind aber weg, das ist mal gut. Weil das ist das Stärkste in dieser Armee, der Rest ist wirklich einfach nur Masse. Aber wir haben den Anführer immer noch gefangen genommen, ne? Von den Eskaven. Hat es nicht eingenommen. Er hat es nur kaputt gemacht. Ja, okay. Die nächsten Schritte müssen wir in der nächsten Folge machen. Wir müssen mit Eltarion, dem Herrscher, müssen wir runter, müssen die Sachen wiederholen. Ja, das klappt sicher ganz gut. Da ist auch niemand zwischen dir und mir. Oh nee, scheiße, die Tiermenschen kommen von rechts noch. Ja, dann mach ich jetzt ein Auto gemacht. Ja, alles, was sie mühsam aufgebaut haben, wird hier einfach niedergerissen von diesen Säcken. Das gibt's ja nicht. Okay, südliche Sivres gibt es gleich eine Rebellion. Wir haben das Problem, dass er gerade noch aufschlägt. Und er hier gerade aufschlägt. Frieden mit ihm lässt sich kaum schließen. Das ist, muss ich nichts dazu sagen, ganz ehrlich. Muss ich, nee, waren ganze Armeen hier. Er kann das gemütlich einnehmen. Wahrscheinlich hat er sogar nur Bauern oder so. Bin so sicher, dass er nur Bauern hat. Ja, Landknechte. Das ist alles, was er in dieser Armee führt. Safe. Do you know who I am? Okay, dann muss ich mich halt von dem hier verabschieden wahrscheinlich. Das könnten wir vielleicht noch handeln. The lady grants you safe passage in the... Ein bisschen drauf an, wenn wir vielleicht noch was mitnehmen, wenn wir es handeln. Wir haben keinen. Doch, wir haben ein Schutzbündnis mit denen. And I'll hear your demands. Ich habe keine Ahnung, was sich da drin befindet, ne? Master of High Magic. Also der kommt nicht rechtzeitig bis hier und wir können hier einen Hinterhalt machen. Ich gehe mal bis hierhin, mache einen Hinterhalt, dass wir den hier irgendwie wegkriegen. Weil der mich jetzt auf der Seite bedroht, das ein Problem ist. Purest Sorcery. Also da sind dann gute Bogenschützen drin. High Elven Archmage. Limitless Talent. Es waren mehr hier. Irgendwo fehlt einer. I wield the winds.
Irgendwo versteckt sich einer. Ich überlege wirklich gerade, wie ich mit der ganzen Situation hier verfahre. Ich überlege mir das für die nächste Folge. Das zu holen und so und dann umzudrehen wäre halt eigentlich auch nicht so verkehrt. Ist das Ritual noch aktiv? Ja, das heißt, wir könnten direkt angreifen, das würde gehen. Wir könnten das sofort holen und dann nach unten wegdrehen. Ich weiß noch nicht, was er macht. Das muss ich mir in der nächsten Folge überlegen, meine Damen und Herren. Es bleibt spannend. Also ich bin überall ein bisschen, ne, überall. Jetzt dachte ich, bin ich hier safe, dann werde ich unten angegriffen. Ich hätte es kommen sehen können. Ich hatte gehofft, sie ziehen weiter. Gut, wenn ihr so am Let's Play Channel guckt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann.